Fantastic. Ja, willkommen zu einer neuen Runde Let's Play. Clash of Clans, bin mir das nice, aber ist egal. Warum sage ich das immer? Es ist ja auch egal. Wir sind wieder in unserem kleinen Troll-Account. Ich freue mich so. Ich bin mittlerweile Level 20. Baue jetzt erstmal ein bisschen was ab. Warte mal. Frohes neues Jahr. Die Ereignisse sind vorbei und es erscheinen keine Geschenke mehr unter Weihnachtsbäumen. Danke für das tolle Jahr und kämpfe weiter in Clash of Clans. Ja, das ist natürlich ein bisschen schade, dass da keine mehr kommen, aber es ist ja auch egal. Der einen Gem-Boost ist auch weg. Ich nehme momentan mit der Elgato auf, also ein bisschen Feedback wäre auf jeden Fall mal erwünscht. Wie das dann so aussieht von meinem, quasi von meinem iPad auf die Elgato gezogen und davon auf dem Computer. Würde ich mich freuen, wenn ihr mal ein bisschen Feedback da lasst. Und ja, was hat sich noch getan Neues? Also, ich bin momentan ganz kurz beim Marble im Clan. Er ist momentan Gold 2, also ein bisschen mager, finde ich. Also Marble, wenn du das siehst, musst du auf jeden Fall mal ein bisschen reinhauen. Meister ist echt schwierig und das wird auch erst schwierig so ab K2, würde ich sagen. Und da muss man auf jeden Fall mal ein bisschen Gas geben. So, wir sind Rathaus 5. Vielleicht überhole ich Marble ja noch. Wer weiß. Ich habe 1380 Juwelen gerade aktuell hier zur Verfügung. Warte mal, ich wollte jetzt erstmal gucken. Soundeffekte sind an, ist alles klar, ist alles an. Wunderbar, und wir können sofort eigentlich loslegen. Was habe ich denn gerade im Ausbau? Goldmine und Elixiersammler habe ich im Ausbau. Schade, ich kann das jetzt leider nicht mehr pushen. Mist, schade. Ich kann es leider nicht mehr pushen, aber sie sind jetzt Level 6 beide. Das ist ja schon mal gar nicht mal so verkehrt. Ich habe einen Weihnachtsbaum mit ein paar Geschenken, leider nur einen. Hab auch noch was abgebaut und wir müssen mal einfach gucken, dass wir jetzt mal, warte, wir müssen jetzt mal ganz logisch vorgehen. Ich kann gleich angreifen natürlich. Ich habe Bogenschützen auf Level 2 sogar schon. Nicht schlecht, wa? Ich brauche 750.000 für mein Rathaus. Das kann ich heute natürlich noch nicht upgraden. Mein Bogenschütze ist noch am Upgraden auf Level 3. Das ist natürlich auch schon mal nicht schlecht. Ich will eigentlich nur die Bogenschütze und das Rathaus machen. Vorerst. Also Rathaus Level 10, Bogenschützen Level 7 ist so der Plan eigentlich, der dahinter steckt. Das heißt, wir müssen erstmal unsere Goldlager natürlich upgraden. Das heißt, wir müssen die, wir brauchen im Grunde 100.000 dafür. Das heißt, ich greife mal eben an. Und gucke mal, dass ich einfach irgendwas finde, irgendjemanden, den ich angreifen kann. Ich weiß nicht genau, ich bin eigentlich noch relativ low, muss ich sagen. Und deswegen müssen wir mal gucken, dass wir einen finden, den wir mal angreifen können. Ich bin in, was war es eben, Bronze 2 bin ich, glaube ich. Da ist natürlich der Loot nicht so. Ich habe eben mal einen gefunden, der hatte 380.000 von beidem. Und natürlich direkt alles in der Mitte und ich konnte es nicht nehmen natürlich, weil wer ist denn schon so blöd und tut das nach außen? Warte mal, ich habe doch noch einen geilen Angriff gehabt. Das ist echt geil, ein geiler Angriff mit dem Troll-Account, das ist echt geil. Übrigens, mein Verteidigungslog, für alle, die es interessiert, ist sehr geil. Ich habe quasi natürlich immer 100% kassiert, ist klar. Ich habe immer 100% kassiert, aber das hat mich ja auch nicht gewundert. Aber der Angriffslog, der ist interessant. Ich habe nämlich eben 60.000 geraubt. Ja, auch nicht schlecht, ne? 60.000 von beidem. Ich kann das nicht wieder. Ah, es ist nach der. Ich glaube, das liegt an der Wartung, dass ich das jetzt. Ich nehme gerade direkt nach der Wartungspause auf, die war. Also gestern, für euch war die gestern. Für mich ist die jetzt gerade erst gewesen. Deswegen. Scheiße, kann ich das leider nicht zeigen. Na egal. Müssen wir mal gucken. So. Oh, 10.000 hat er. Das würde ich mal gerne noch mitnehmen. Müssten wir eigentlich hinkriegen. Clan-Truppen habe ich auch schon. Ich versuche es einfach mal von beiden Seiten mal eben schnell. So. In der Hoffnung, dass ich das mal eben bekomme. Ja, man müsste eigentlich mit 115 Bogenschützen müsste das eigentlich nicht so schwer sein, das zu kriegen. Damit wir da mal eben zumindest schon mal ein bisschen mehr haben. Ein paar Pokale hat er auch noch, ist auch nicht so schlecht. Ja, die Bogenschützen sind schon ganz gut. Die hauen schon ganz schön rein. Jetzt kümmern wir uns mal eben um den Minenwerfer, das ist gleich auch kaputt. Alles nicht so das Problem. Ich habe viel zu viele Truppen gesetzt. Ich bin das echt nicht mehr gewöhnt. In diesen unteren Regionen anzugreifen. Ich bin es nicht mehr gewöhnt. Boah, ist das ein Truppenüberschuss. Ah, leck mich am Arsch. 1252 haben wir noch übrig. Also ich wollte auf jeden Fall noch ein paar raushauen. Ein paar Juwelen in dieser Folge. Und dann sind wir ja schon bald Rathaus 6. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann sind wir bald schon. Also Rathaus 7 diese Woche auf jeden Fall noch. Das schaffe ich noch. Und dann nächste Woche ist mein Plan bis Rathaus 9. Boah, das wird noch anstrengend. Aber es sollte machbar sein. Sollte machbar sein, ich habe viel zu viele Truppen gesetzt. Glückwunsch, Glückwunsch, Herr Fred. Viel zu viele Truppen gesetzt. Aber okay, so, jetzt bilden wir mal eben schnell neue aus. 75.000 habe ich auch gerade. Das ist viel zu wenig. Es ist viel zu wenig. Ah, meine Barbaren habe ich auch auf Level 2 gemacht. Einfach mal so, just for fun. Aber die werde ich jetzt erstmal nicht mehr weitermachen. Ich werde mich jetzt nur noch auf meine Bogenschützen konzentrieren. Und werden mal überlegen, was wir jetzt machen. Also komm, wir müssen es ja upgraden. Wir graden beide mal eben ab. Auch wenn es jetzt ein bisschen was kostet.
Und dann habe ich auf jeden Fall das nötige, dann habe ich auf jeden Fall das nötige Zeugs, oh mein Mikro, habe auf jeden Fall das nötige Zeugs zusammen. Ich bin gerade noch im Meisterclan. Fred, hast du YOLO meine Nachricht überbracht? Was? Was? Kann ich, als wäre ich hier der Laufbursche. Müssen wir eben gucken, dass wir noch eben die Truppen fertig machen. So. Jetzt habe ich allerdings auch kein Elixier mehr. Natürlich. Dadurch. Warum auch? Ah, jetzt habe ich nicht mal ansatzweise alle Truppen, aber wir greifen trotzdem nochmal eben an. 560, das heißt, ab 600 komme ich doch auch weiter noch hoch in der Liga. Das ist auch nicht so schlecht. Dann bin ich in Bronze 1. Vielleicht gibt es da ein bisschen mehr. Hier gibt es auch ein bisschen. Nein, doch nicht. Nein, ich habe den weggedrückt. Weil ich. Ah, ich habe auf den Bildschirm geguckt, auf dem PC-Bildschirm. Jetzt habe ich ihn weggedrückt. Scheiße. Mann, ärgerlich. Ich muss schon sagen, mit dem Troll-Account ab und zu mal zu spielen, ist auf jeden Fall ganz lustig. Das macht auf jeden Fall schon Spaß. Bin ja auch jetzt schon Rathaus 10. Also wenn ich das jetzt gerade aufnehme, noch nicht. Aber wenn es erscheint, bin ich natürlich schon Rathaus 10. Ja, das ist auch ganz erfreulich. Ist bestimmt lustig. Ist bestimmt lustig. Und wir müssen jetzt mal eben schauen, dass wir mal ein bisschen Loot kriegen. Also irgendwie in Bronze 2, aber gut, ich bin natürlich auch schon Rathaus 5. Das ist natürlich schon ein bisschen hoch. Da müsste ich eigentlich schon ein bisschen höher gehen mit dem Pokal. Ich bin aber auch dabei. So in Richtung, ja, ich würde schon ganz gerne mal in Silber kommen. Einfach aus dem Grund, weil ich ein bisschen mehr Loot haben will. Ich werde eh mal zu 100% zerstört. Ob ich jetzt in Bronze 2 bin oder in Gold 1, das ist eigentlich egal. Von daher lohnt es sich eigentlich ein bisschen höher zu gehen, um einfach mal ein bisschen mehr Loot abzugreifen. Ah, diese Loot ist echt nicht so gut. Ich greife einfach gleich irgendwen an. Ich muss aber ein bisschen darauf achten, dass ich ein bisschen wenigstens was mitnehme. Komm, wir können es ja vielleicht irgendwo rächen. Vielleicht können wir uns ja noch irgendwo rächen. Das müsste doch eigentlich funktionieren. Vergeltung hier. Er hat mich zu 100% zerstört. Bitte, bitte. Hab ein bisschen was. Ja, 36 Pokale. Das ist doch mal was. 36 Pokale, die ich mir mal eben schnappen werde mit meinen kleinen, feinen Bogenschützen. Ich hoffe mal, die Grafik ist okay für euch. Mit der Elgato ist einfach mal so ein Test. Ich habe das mit einem HDMI-Adapter angeschlossen. Und bin eigentlich ganz zufrieden. Es läuft flüssig, es sieht gut aus und ja. Mit meinem iPad 2. Ist jetzt noch nicht so ultra der Technik-Burner natürlich, das iPad 2, aber es reicht definitiv locker aus für das Spiel. Und bis ich mir da mal ein neues kaufe, sind wir auf jeden Fall mit dem iPad 2 ganz gut aufgestellt, finde ich. Ist okay. Läuft flüssig und leckt nicht und so weiter. Sieht eigentlich ganz gut aus, muss man sagen. Sieht eigentlich ganz schnieke tutti frutti aus. So, 66.000 Gold habe ich jetzt gleich. Also ich brauche 750.000, das ist natürlich echt schon ein ganz schöner Arsch voll Gold. Muss ich mir echt mal gucken, wie ich mir den zusammenschnorre. Oder ob ich wirklich dann ganz viele Gems dafür ausgebe oder nicht, muss ich mal gucken. Denn eigentlich das Elixierlager bräuchte ich ja jetzt aktuell eigentlich nicht. Muss ich mal gucken. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt noch auf den zweiten Stern gehen soll, aber ich glaube, das lasse ich auch mal eben sein. Wobei doch klar, die kriegen ihn doch noch. Die kriegen ihn noch da unten, der Minenwerfer kriegt mich ja nicht. Von daher ist das eigentlich auch ganz gut. Wir wollen ja so schnell wie möglich auf Rathaus 10. Das ist ja auch so die Sache. So, jetzt gebe ich auf. Wir wollen ja so schnell wie möglich auf Rathaus 10. Ich habe auch mal überlegt, wie das jetzt aussieht. Ich bin jetzt gerade in diesem Clan drin mit den... Ich habe einen Mauerbrecher. Wer hat mir denn den Mauerbrecher gegeben? Oh mein Gott. Was soll ich denn mit einem Mauerbrecher? Fordert man Bogi 6 und es ist... Ganz toll. Vorher hat man Bogi 6 und bekommt Mauerbrecher. Das ist natürlich super geil. Ich meine, zur Not hätten es Bogis 5 oder 4 hätten es ja auch getan, wenn man mich gefragt hätte. Aber so ein Mauerbrecher ist natürlich jetzt nicht so ganz so gut. So, sind wir auch fast schon am Ende, würde ich sagen. Mal eben ganz kurz gucken, was wir noch machen können. Ach komm, das eine überspringen wir mal eben schnell. So, das ist fertig. Jetzt haben wir 700... Okay, jetzt haben wir das schon fertig. Jetzt haben wir 750.000 fertig. Jetzt muss ich mal eben ganz schnell überlegen, was wir machen könnten. Also den kann ich definitiv nicht abbrechen, der ist zu teuer. Der auf 3. Ich muss aber mal eben überlegen, was wir jetzt rein theoretisch machen. Die Goldmine können wir machen. Weil die Goldmine nicht vom Boost betroffen ist, können wir die mal eben upgraden. Auf Level 6 kostet mich 1400, 14.000 habe ich jetzt natürlich nicht, aber ist ja auch egal. 29 Gems. Haben wir noch 900 Gems übrig für die nächste Folge, das ist ja auch nicht so verkehrt. Plus die Gems, die ich natürlich noch bekomme, wenn ich hier noch so ein bisschen von diesem Klamauks abbaue, der hier drum ist. Ja, da stand aber Bogis. Ja, genau. So. Deswegen würde ich sagen,
Sind wir auch schon am Ende? Ich hoffe, es ist eine kleine Troll, also es ist ja im Grunde ein Troll-Account, aber momentan sind wir noch nicht so viel am Trollen, weil ja einfach, ja, das Rathaus ist, wächst, aber es wächst natürlich jetzt noch nicht ganz so schnell. Ab und zu haue ich ja mal eine Folge raus, so alle 2-3 Tage mal. Und dann wollen wir einfach mal sehen, wie wir da weiter fortfahren. Also wie gesagt, ich habe ein Geschenk, ich habe noch einiges Klamauks hier um die Base herum, was wir noch machen können, aber es sieht eigentlich schon ganz lustig aus. Ich habe einfach natürlich alle Lager mal zusammengestellt und so weiter. Und bin mal sehr gespannt, wenn ich offline gehe, was dann passiert. Ob wenn mich jemand angreift, ich habe ja noch die Clan-Truppen, ob die Clan-Truppen wenigstens so ein bisschen was verhindern können oder nicht. Wer weiß das schon. Ansonsten will ich natürlich ganz gerne noch in... Wobei, wir können einen Angriff eigentlich noch machen, dass ich zumindest mal eben schnell noch in... Dass ich zumindest mal eben ganz schnell noch in die Bronze-Liga komme. Also in Bronze 1 komme. Das können wir doch mal eben noch machen. Das können wir doch mal eben noch machen. So. Mal gucken, hoffentlich reicht's. Also es fehlen ja noch ein paar. Ja, sollte eigentlich reichen. 16 Stück fehlen noch. 16 Pokale. Und das Elixier wird echt knapp momentan. Ich finde auch, weil ich ja einfach keine Gegner finde, die relativ viele Ressourcen haben. Das ist ja auch normal. Oh, ja, auch wieder so einer. Oh, dann nix, so ein bisschen, so 1000 Stück oder so. Kann ich natürlich auch nichts mit anfangen, wenn der ein Bogenschütze mich schon 80 kostet. War das, glaube ich, ne? 80? 80 Elixier? Ah, oh Mann, Leute. Kann doch nicht so schwer sein, hier noch einen rauszusuchen. Komm. Oh, 19 Pokale, aber nix. Nix im Köcher hier an Zeugs. Ah, oh, Leute, ich muss da nur einen Gegner finden, der was hat. Ja, wobei, ich könnte eigentlich auch so hoch gehen, oder? Hä, nee, ihn schaffe ich nicht. Oder schaffe ich ihn? 34 Pokale, er ist aber auch schon höher. Nee. Ich muss mal ganz geschickt... Ja, komm, ich nehme jetzt ihn hier, scheiß drauf. Ich nehme jetzt ihn hier mit. Einfach und nehme jetzt einfach mal doch die 23 Pokale hoffentlich mit. Oder zumindest ansatzweise mit, je nachdem. Wenn es nicht reicht, kann ich ja immer noch zu nur die Clan-Truppen nehmen. Allerdings würde ich das sehr ungern machen. Weil ich die Clan-Truppen vielleicht noch brauchen könnte in der Defense. Und er ist echt schlecht. Er ist echt schlecht. Das heißt, wir haben wieder einen Overkill. Mann, wieder so ein Overkill hier drin. Das ist doch echt scheiße. Wieder zu viel. Ich kann das in diesen Regionen einfach nicht einschätzen. Das ist echt scheiße. Jetzt verteilen die sich noch eben auf die 2 Bauhütten. Ja, 2 Bauhütten werde ich auf definitiv behalten. Ich werde mir auf definitiv keine dritte noch holen. Das kostet ja nochmal 500 Gems. No, no. Wir haben eh schon kaum Elixier, um was zu bauen. Das ist scheiße. Wir können ja Matthias noch einholen, ne? Wir können ja Matthias noch einholen. Wir sind jetzt schon Bronze 1 und er ist Gold 2. Ja, es wird vielleicht noch was. Wird vielleicht noch was. Jetzt haben wir immerhin 1200. Jetzt kann ich... Okay, jetzt muss ich tatsächlich mal ein paar Barbaren ausbilden, sonst wird das nichts. Oh, jetzt haben wir schon mal 13 Minuten oder so. Oh, nicht schlecht. Jetzt bilde ich tatsächlich mal ein paar Barbaren aus und dann sind wir auch schon am Ende. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans. Mit mir, Fred, wieder im richtigen Account, also im Rathaus 10 Account. Mach's gut. Tschüss.